Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky Factory 2.5 mit mir, dem Kirsch. So, wir waren ja dabei, langsam unseren Reaktor zu füllen. Und ja, das dauert halt noch. Ich habe das ein bisschen offscreen schon weitergemacht, weil wir hatten ja schon nur in der ersten Folge nur eine Runde hier geschafft. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mal ein bisschen offscreen weiter, weil das musste jetzt mal sein. Ich habe hier drüben noch Cotton Seeds jetzt angepflanzt, die ich komischerweise durch Lootbags bekommen hatte. Trotzdem danke für den Tipp mit dem Bone Meal auf Gras und dann das abklopfen. Und ich hatte jetzt halt hier schon ein bisschen was gepflanzt, aber das dauert halt da extrem lange. Da hatte ich glaube gerade mal so 138 gehabt. Und das habe ich vor 2 Minuten eingepflanzt. Läuft. Gut. So, und dann habe ich hier drüben noch ein paar Redstone Energy Cells, also die Frames zumindest drin. Die müssen hier drüben noch befüllt werden. Die brauchen ungefähr 4000 Millibucket destabilisiertes Redstone. Gut, und hier hat ja noch ein bisschen Molten, also Resonant Ender Buckets vorbereitet. Weil wir brauchen hier noch eine ganze Menge. Und ich denke mal, mit den Ender Seeds komme ich immer noch nicht weiter. Da brauchen wir tonnenweise Enderperlen. Ja, das langt immer noch nicht so wirklich. Und wie man sieht, habe ich hier noch ein bisschen Enderium Brass Basing hergestellt. Damit ich hier halt dann die höhere Zelle machen kann. Um halt den Strom zu speichern. Und zwar wollte ich gleich am liebsten hier den hier, die Resonant Energy Cell machen. Die kann 80 Millionen RF speichern. Da brauchen wir halt Enderium Ingot. Und dann hätte ich überlegen müssen, da bräuchte man Pyrodeum-Tast. Kriege ich das hin? Oder kriege ich es nicht? Pyrodeum-Tast, kriegen wir das hin? 4, 5, 6. Also wir kriegen es auf jeden Fall hin. Und was war das nächste? Ah, wird auf, nicht aufgepasst. Cell. Enderperlen. Uiuiuiui. Aber da kriegen wir 2. Also wir brauchen eigentlich nur 8 Stück. Enderium. So. Und hier brauchen wir ja nur 4. Gut. So, da haben wir das mal gleich noch in den Furnace. In den guten Furnace. Da können wir wenigstens dann den Frame wieder machen. Okay, dann müssen wir allerdings die noch aktivieren. Sehen die schon? Ja, die sind jetzt durch. Wunderbar. Einwandfrei. Dann machen wir jetzt mal gleich die höhere Stufe. Cell. Also diese hier. Müssen den erstmal aktivieren. Brauchen wir 2 Stück von denen. Und Elektrum fehlt. Silber, Gold. Und Gold habe ich ja ein bisschen was Überfluss. Und ich hatte mal noch ein bisschen Cobblestone ins System geleitet, weil wir brauchten ja eh irgendwann mal wieder Bedrockium. Allerdings werde ich das vielleicht auf Auto-Crafting Level machen. Oder dann halt mit den Craft Tier 1 oder Tier 3. Muss ich mal schauen. Okay, das dauert noch ein paar Sekündchen. Ha. Ist halt noch ein komplexeres Rezept. Habe ich jetzt hier auf Screen noch was gemacht. Eigentlich nur hier hinten die Erde weiter gepflanzt. Und sonst nicht. Ich habe dann bloß hier immer mal hier die Buckets nachgefüllt. Das war ein Kampf. Hab dann mal ausprobiert, wie das hier läuft. Ob man da besser mit denen ohne Filter klarkommt. Nö, da hat es mir gleich mal alle Seeds rausgenommen. Habe ich aber gedacht, gut, da kann ich mal hier ein bisschen nachpflanzen. Ein bisschen optimieren. Hier muss ich dann wieder mal umstellen, weil ich habe das wieder noch gelassen. Wie man sieht, tut es die Seeds hier alle in die Kiste und dann aus Versehen schnell in die Ender Chest. Hatte ich die Ender Chest in der vorherigen Folge schon gezeigt? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, ich habe jetzt Ender Chests gemacht. Ich war nochmal in einem Nether. Und deswegen haben wir auch die Blaze Rods. Blaze Seeds. Ha. Ein Brewing Stand haben wir auch. Das ist auch nicht schlecht. Gut, hatte ich nicht gewusst. So, jetzt kriegen wir langsam wieder Elektrum. Oh. Gut. Und ja, wir haben mich gefragt gehabt, wie das mit den... Warum er ME Controller braucht, das hatte ja Gott sei Dank schon Blackstar 1313 beantwortet. Danke dir dafür. Ja, weil ich nehme es ein bisschen hier im Voraus auf, weil. Ich wurde noch nicht versucht, aber alles im Grenzen zu halten. Elektrum. So. Achso, ja, die kann man nicht stacken. So, dann gucken wir gleich wieder nach der höheren Zelle. Sal. 1. 2. Da haben wir wenigstens schon mal
bessere Speicher. Ja, die sind ja nicht mehr so gut. Wenn der dann läuft, dann läuft. Okay. Ender. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich tue mal die nochmal weg, das weg, das weg, das. Die Ho kann weg, warum hat schon eine Ho im Inventar? Gute Frage. Geht die Enderperlen tue ich raus, weil jetzt sehen wir uns erstmal nur da hier. Diese Eimer befüllen unseren Reaktor weiter. Vier, ich brauche nur einen destabilisierten. Mann. Redstone Bucket. Dankeschön. Weil jetzt haben wir nämlich die 8 für hier. Und jetzt können wir das nämlich langsam hier. Und das kann passieren, wenn ihr da reinfallt. Es kann schlimmer enden, wenn ihr nicht fliegen könnt. Ich hätte auch unten drunter landen können. Muss nicht sein. So, jetzt machen wir hier. Setzen wir den. 1, 2, 3. Und unseren Redstone Bucket wieder. So, und das habe ich offscreen halt immer weitergemacht. Das hat halt eine extrem lange Zeit gedauert. Bis ich das halt mit denen hin hatte. Einmal so. Naja, das ist halt hier bloß eine Click- und Crafting-Frage. Jetzt mach ich das mal das Redstone rein. Und mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke. Ob das läuft oder halt nicht. So war's. So. Und dann machen wir mal über den hier. So. Und jetzt haben wir den verbunden, hoffentlich. Oder war hier noch? Nö. Hier? Ja. Gut. So, wenn man jetzt nämlich von außen guckt, sieht das so aus. Man sieht das Redstone nicht, allerdings ist Redstone da. Okay, jetzt brauchen wir noch 5, 10, 16 Eimer. Wir haben gerade mal 4. Das heißt, wir brauchen noch im Großen und Ganzen 40 Enderperlen. Juhu! Okay, habe ich ja keine Eimer mehr drin. Da hat ich ja die Frames reingetan. Da kann ich die anderen Eimer endlich wegtun. Haha. Ende. Okay, wir können noch mal. So, 8. Ah, es fehlen genau 2 Stück. Habe ich Glück? Habe ich Glück? 1. 2. Wunderbar. Langt. Wir können es machen. Wir kriegen den Reaktor jetzt noch die Folge fertig. It's raining, man. Huha, nein. Wo wollte ich denn da? Gut, dass wir nicht nur auf Solarenergie gesprungen sind. Da hätten wir nämlich jetzt Probleme. So, und dann können wir nämlich auch die Truhe hier wieder wegmachen. Da können wir vielleicht an eine Ender-Chest ranmachen. Wenn wir es denn benötigen. Es wird eh gleich. Oh, es ist schon Nacht. Okay, durch den Regen wird es schneller Nacht. Krass. 9-9. Nein, das ist eigentlich bloß meine Starttaste von Fraps. Wollte ich halt nur mal gucken, ja, wegen fürs wieder mal so ein kleines Vorintro. Ha. So, da können wir die noch rein. 3 Eimer haben wir schon wieder. Dann haben wir das hier wenigstens voll. Hier kann nichts spawnen. Hier kommt die Küche oder machen wir. Das ist ja bloß eine Deko-Küche. Und zwar werde ich dann hier eine ordentliche Planung machen mit einer Erzverarbeitung, Erzvercraft, also die Essenzvercraftung. Denn wir haben ja hier keinen bestimmten Crafting Table. Wir haben ja keinen. Ich weiß nicht, ob der hier funktioniert. Oder wie dieser funktioniert, besser gesagt. Ob der automatisch craftet. Botania brauchen wir nicht. Oder wir müssen das halt dann alles über Crafter Tier 3 machen lassen, wegen den ganzen Essenz, die da man über einen Import-Bus reintun. Und ich habe ja schon mal angefangen gehabt mit den Scharen. Ich habe es dann auch gesehen, habe schon mal die Hardenet. Ich will dann am liebsten noch die Reinforced. Kriegen wir da schon welche hin? Bestimmt nicht viele.
Aber ja, da haben wir wenigstens schon mal welche mit Kapazität von 160.000. Und die kriegt man nicht hin, weil da fehlt noch das Enderium. Das habe ich ja gerade verkraftet. Gut. Jo. Können wir die noch wieder machen. Da haben wir die endlich dann fertig. Und der Reaktor steht dann auch. Dann Reaktorglas schon mal mitnehmen. Machen wir einfach Conduit. Okay, ich muss mir da welches herstellen. Das war ja Gold, Redstone, Glowstone. Gold, Redstone. Aber ich glaube mal, Glowstone habe ich nicht so viel. Allerdings werden wir bestimmt da was haben noch. Ja, drei Stacks. Passt. Wackelt. Hat Luft. So, so und so. Brennen uns mal Energetics durch. Dann können wir vielleicht dann gleich auf Rybrand gehen. Oder bleiben wir gleich bei Energetics. Weil so viel Strom brauchen wir jetzt noch nicht. Noch nicht. Komm, mache ich den. Wir brauchen, wollen das. Oh ja. Ja, jetzt wird der letzte Bucket gefüllt. Er ist befüllt. Gut. So. Einwandfrei. Mir juckt mal wieder die Nase. Entschuldigung. Entschuldigung. So. So ein bisschen gucken, dass man irgendwo. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal und ich porte mich nicht weg. Gut. Einmal den, drei von denen. So, so, so. Zack. Dum, 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 dum. Ah ja, dann haben wir wenigstens den Reaktor schon fertig. Hat auch lange genug gedauert. Ich habe offscreen, glaube ich, nochmal 2-3 Stunden dran gesessen. Nur für die erste Charge. Schare. So. Ah, oh, ja. It's done. Oh, da habe ich irgendwo noch einen Eimer vergessen. Irgendwo. Hier. Da war er. Gut. Ha. Und hoffentlich habe ich es richtig gemacht, sonst habe ich wieder ein Problem. Es muss jetzt gleich ein Multiblock werden. Gleich. In 3, 2, 1. Es funktioniert. Jawoll. Dann lassen wir nämlich den hier leer laufen und tun den dann komplett abbauen. Dann können wir nämlich hier noch ein paar Energy-Zellen davor zimmern. Weil ich mache dann. Ich hätte die klein mitnehmen können. Einmal so. Machen wir nämlich die zwei hier hin. Cell. Und dann noch. Yellorium. Da habe ich ja ein bisschen was gemacht. Oh ja, wir haben schon über 300 Essenz. Mal gucken, wie viel reinpassen. Das ist die nächste Frage. Ein Stack. Was über zwei, fast zwei Stacks. Gut. Und das wird dann jetzt schön zu gucken, wie der abgeht. Aber vorher. Stein weg. Schauen wir mal. Ich habe das einen mitgenommen. Super. Okay, ihr werdet es bestimmt schon in die Kommentare geschrieben haben. Du hast die zweite Zelle vergessen. Okay, ja, ich hab's gemerkt. Zwar zu spät, aber okay. So, Config ist. Okay, Maximum, Maximum. So, wir starten den mal ganz kurz. Mal gucken, wie die Kerntemperatur ist. Explodieren tut er ja nicht. Auf jeden Fall haben wir mindestens zwei Quests abgeschlossen: einmal 1000 und einmal 10.000 Kilo RF pro Tick herstellen. Und die befüllen sich. Wunderbar. Und er hat auch noch einen guten Speicher. Na gut, wir haben ja gerade bloß die dran. Die tun wir dann doch auf Vibrant umstellen. Da brauchen wir halt wieder ein paar Enderperlen. Energetic sind wir fast durch. Gut. Und jetzt Ender. Fehlen wieder ein paar.
Allerdings könnten wir dann dadurch. Ja, doch, kriegt man hin. Energetic. Ja, verdammt. So rum. Mal gucken, ob die schon durch sind. Nö. Da hatten wir ja noch was drin. Och nö, jetzt muss ich die Segment wieder abbauen. Ja, es war eigentlich nicht viel. Das können wir gleich mal mit durchbrennen lassen. Aber es ist weg. Wenn es weg ist, ist es weg. Und wir haben keine Probleme mehr damit. Jawohl. So, jetzt können wir es nämlich reintun. Machen wir uns ein bisschen Vibrant. Vibrant. Gut, dass ich die Fackeln oben platziert habe, ist auch gut. Und wir können jetzt die zwei Quests wieder abschließen. Aber erstmal. Yes. Yes, Baby. Wunderbar. Ah, nein. Nichts wegschmeißen. So, und das Questbuch ist da hinten. Ja, eine Flugzeit. Really? Okay, wenn ihr wisst, wie man das behebt, da gibt es ja eine Tastenkombination, die weiß ich allerdings gerade nicht mehr aus dem Kopf. Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. So, machen wir mal den hier, Safe Quit. Singleplayer, PlaySec Black World. Dum, 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 dum. Ja. Jo, it's time to build. Sag ich auch immer. Da war's. Created to be, nein, wir machen erstmal Produce 1000 und jetzt 10.000. Das fehlen nur noch diese beiden. Und das wird natürlich schön. Da müssen wir uns bestimmt eben mit hier wirklich stehen. Hier Turbines von einem Big Reactor machen. Ender Pouch könnte man machen. Craft Use in Ender Quarry. Okay, das machen wir allerdings dann, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir wenigstens nur noch die Stromverkabelung mit Vibrant. Conduit Binder. Einwandfrei. Ah ja, gut, da haben wir gleich mal 32. So, knallen wir das hier nämlich ab. Ja, mit der jeder Range wird es besser gehen, allerdings, ja. Man nennt das gerade mal optimierte Faulheit. Und jetzt hier füllt die sich nämlich schon schneller. Jetzt machen wir auf den hier. Ist ja bald leer. 25. Eject Fuel, Dankeschön. So, und da bin ich auch schon wieder nach einem ganz kurzen Cut. Das Spiel war abgeschmiert, konnte allerdings an dem gleichen Tag nicht mehr aufnehmen, also musste ich mal kurz abbrechen. Also ich musste arbeiten, nichtsdestotrotz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Okay, und auf jeden Fall gab es ein neues Update auf der Minecraft Sky Factory 2.5 Version 2.5.3. Okay, wie man sieht, ist hier schon unser Inscriber weg. Und das hat halt auch seinen Grund, und zwar ist das gut. Und zwar können wir jetzt Logic-Prozessoren anders herstellen. Wir brauchen keine Presses mehr. Wir brauchen bloß noch das Cerdus Quartz Knife. Das geht so. Dann machen wir uns gleich mal zwei Stück und dann können wir das nämlich so und zack, geht das einfacher. Und die müsste halt nur noch brennen und dann haben wir Logic-Prozessoren. Und das geht dann besser wie das mit den Presses. Und wir können das dann schneller automatisieren beim Herstellen. Okay. Ich wollte mal kurz gucken, Seeds. Wie sieht es hier mit den Seeds aus? Okay, die hat es nämlich hier alle hier rausgedrückt. Von da drüben, so gut wie. So, wir brauchen diese, die tun wir jetzt noch ganz fix fixen, das Problem da drüben. Gold, Nether, Fluix, das sind das erste. Zwei, Tin. Quarzit können eigentlich da drüben hin. Copper, Redstone, Glowstone. Redstone kommt, glaube ich, auch da drüben mit hin. Hat man da noch Platz? Sieht zumindest so aus. Also können wir das hier rein und das. So, weil die vier Kotten tun sich immer wieder ab. Werden nicht neu gesetzt. Da ist Pasta. Okay, dann jetzt nochmal kurz gucken. Seeds. Und da haben wir nämlich hier noch den Dye Seed. Haha. Die anderen brauchen wir nicht so. Gut, da können wir jetzt nämlich hier das wieder
einrichten. So, Gold. Fluix. Richten wir gleich mal die erste Seite wieder ein. Haha, läuft. Verdammt. Okay, und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns gleich mit dem Autocrafting beschäftigen. Dass das hier zügiger geht. Und einmal frei. So, das ist natürlich schön, dass sie die Version genommen haben, weil das ist dann für eher für Sky Factory angenehmer, weil da brauchen wir nicht die Becher, die Presses suchen. Die habe ich zwar auch noch im Lager. Press. Aber, es fehlt halt was. Gut, nichtsdestotrotz wollte ich mal hier sagen, danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen, kommentiert, abonniert, liked, ansonsten halt ich. Vollkommen euch überlassen. In dem Sinne, haut rein und bis demnächst, also morgen. Tschüssi.